Hallo ihr lustigen Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind auf dem Weg, um Papi zu konfrontieren. Papi Paul Simmons, der Chef von der Müllkippe hier in dem Gebiet von New Bordeaux. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass der Mann, nennen wir es jetzt mal, eine berufliche Veränderung erlebt. So neutral wollen wir es mal ausdrücken. Komm, wir fahren hier mal in die falsche Richtung. Stoppschild, yeah. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ja, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Aber ich bin froh, dass sie sich dazu entschlossen haben. So, und wir sind wieder hier in unserem Revier. Und machen jetzt hier ein bisschen Stress. Meine Süße macht Bock in letzter Zeit. Sie sagt, es wäre Zeit, dass ich mal beichten gehe. Was, so richtig mit vergib mir, Vater, ich habe gesündigt? Ja, Darin nervt mich dauernd damit. Kluge Männer gehen nicht zur es Beichte. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Wer ist das, Ismesh? Okay, irgendjemand hat es natürlich noch bemerkt. Einige haben das irgendwie mitgekriegt. Okay, sie wissen jetzt, dass wir da sind. Den haben wir auch erwischt. Trifft uns natürlich von da hinten, ist klar. Lass ihn mal in Deckung gehen. Den holen wir uns mal Vietnam-Style. Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg. Wo ist denn der eine Typ da? Scheiße, ist er das? Okay, wir haben wieder Kampf. Die wissen wieder, wo wir sind. Nichts, was für uns schlimm wäre. Der ist auf der anderen Seite dieser Mauer. Da ist auf jeden Fall kein Zugriffspunkt für uns. Schade. Nichts. Vielleicht da drüben. Der ist erledigt. Und auch du bist erledigt. Gut. Nix mit Wachposten rufen. Wo sind die denn? Und macht übrigens keine leeren Versprechungen, die ihr ohnehin nicht halten könnt. Was? Ich bin getroffen? Wer schießt denn auf dich, du Trottel? Vor der Markierer, ey. Naja, ich bin bestimmt abgehauen. Vor allem vor so Pappnasen wie euch. Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Und großer Gott, tut das weh! Wir werden deine Arsch aus der... Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Luft der Vollidioten! Wie der runterfällt, ey. Nicht zu fassen. So, da. Seht ihr ihn? Nö. Also ich sehe niemanden bis jetzt. Ich geh dir gucken. Ich rufe Hilfe. Bestimmt nicht. Bestimmt. Ich hol die Jungs. Ich seh ihn. Du bist geliefert. Du holst auch nicht die Jungs.
Wo ist der letzte? Ich glaube, das ist wirklich nur noch einer. Geh zurück und schau da drüben nach. Schätze, ich geh vor. Verfluchte Vollidioten! Mhm. Hab einen! Hab ihn im Visier! Da! Haltet ihn auf, verfluchte Scheiße! Der lebt ja immer noch. Er nagelt Meine mich hier Fresse. Fest. Ja, du bist mehr als festgenagelt. Du bist jetzt im Arsch, mein Freund. Papi. Arbeite für mich und alles bleibt einfach. Wenn nicht, wird es hier ganz schnell ungemütlich. Okay, was immer du sagst, Mann. Siehst du, wie leicht das war? Ah, und ein Auto voll mit dem Gesicht gegen das Teil hier. Das sieht ja echt gesund aus, wie der da liegt. Auweia. So, wem wollen wir das jetzt hier zukommen lassen? Wir schauen uns natürlich jetzt erstmal an, was es hier so geht. Büchsenmacherstabilität brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dieses Screaming Semi halte ich für totalen Blödsinn. Ich möchte hier das da haben. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Ist so gut wie erledigt. Sie sind in 0, nichts da. Einen weiteren Gesundheitsbalken haben, verdammte Axt. Das macht das Leben deutlich leichter. Wir sehen ja schon das. Also ich will gar nicht erst wissen, wie das wäre, wenn man nur 2 hätte. Aber schon mit 3 ist schon ein bisschen arg knapp. Wie sie alle kommen, ey, und diese generischen Hüte aufhaben, wisst ihr? Das ist so, eigentlich ist es peinlich. Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Sal Marcano. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Ah, okay. Deswegen konnten sie uns nicht auf die Schliche kommen. Das war alles geheim. So, da liegt noch ein bisschen Geld rum. Da liegt auch noch ein bisschen Geld rum. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen doch jetzt eigentlich... Was? Ja, hierhin. Die Sache mit den Waffen erledigen, oder? Wobei, wir können auch erstmal das hier noch schnell machen. So oder so, wir müssen jetzt hier ganz, ganz kurz mal raus und ich glaube, ich nehme einfach dieses Auto hier. So, ich finde es sehr viel besser mit dem Knacken. Wir haben also quasi gelernt, wie man Autos knackt von Burke. Das ist durchaus eine Hilfe. Polizist unterwegs. Was? Verzieh dich, Nigger. Was denn? Dein Glück hat dich soeben verlassen, Kleiner. Verbrechen im Gange. An alle verfügbaren Einheiten. Ernsthaft? Die richtige Person zu Fuß gesichtet. Die Waffe hat Verfolgung aufgenommen. Ich wurde angeschossen. Ruf deinen Arzt. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben verdächtig gesichtet. An alle Einheiten. Jetzt haben wir richtig Ärger. Scheiße! Ich dachte... Okay. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Polizei meint's also doch ernst, wenn sie sagt, bitte nichts aufbrechen. Das kann man bei dieser Polizei ja hier nicht unbedingt automatisch draus schließen, ne? Ah, verdammt. Verdammt, ich wollte doch nur das Ding da schnell machen. Was ist denn da vorne? Das sind auf jeden Fall keine Polizisten. Doch, das sind Polizisten. Schlecht. Und ich habe keine Silencer-Munition mehr.
Vielleicht könnte ich mich hier drin verstecken. Kann ich das hier schließen? Oh. Natürlich kommt er hierher. Warum sollte er nicht hierher kommen? Wow. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Meine Fresse. Schnell mal die Waffe wegstecken, bevor hier wieder irgendjemand auf die Gedanken kommt. Wir hätten hier irgendetwas angestellt. Oh, oh Gott. Du armer Hurensohn. So, Moment. Wo waren wir? Da steht jetzt natürlich eine ganze Menge Polizei rum. Da kommen wir natürlich auch nicht hoch. Es ist herrlich, es ist herrlich. Aber irgendwas ist da oben. Schallplatte, Bild. Eine... Ja, genau, hier oben ist eine Propaganda. Wer tun die da hin? Der Sputnik. Der Sputnik ist da. Auf dem Bild. So, die Polizei scheint sich jetzt zu verziehen. Die haben den Polizisten einfach liegen lassen. Was für Polizei. Ach, aber wir haben das geschafft. Okay, das galt anscheinend dann schon als erledigt. Okay, finde ich auch in Ordnung. Ach komm, auf dem Weg da runter wird's können wir. Wir müssen sowieso in die Richtung, dann machen wir den ja auch noch. Dann haben wir hier auch alles abgesichert mit unseren Wanzen. Wir sind die ganze Zeit, ist keine Polizei zu sehen. Und dann einfach nur in dem Augenblick, wo wir so ein blödes Teil aufknacken. Und ich dachte noch so im ersten Moment, ach komm, das interessiert den doch garantiert nicht. Die Typen interessiert es ja auch nicht, wenn ich wie ein Rowdy, wie ein Bekloppter mit 250 Stundenkilometern durch die Stadt bretter. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Oh, einparken. Oder sowas ähnliches. Zack. Da drüben den letzten von den Dingern schnell noch machen. Und dann sind wir auf schnellstem Wege zu unserer nächsten Aufgabe. Mal schauen. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwas Spannendes. Hab ich ja gesagt. Da ist nochmal so ein bisschen kommunistische Propaganda, aber who cares? Aber Danny kommt heute Abend nicht nach Hause. Nie mehr. Scheiß Fettarsch. Was ist denn das bitte für ein Psychotelefonanruf? Danny kommt nie wieder nach Hause. Was soll denn das, ey? Wer redet denn so mit Kindern? Oder mit wem auch immer? Ey, diese Einschüchterungsmethoden, ey. Also ganz im Ernst. Manche Menschen verdienen schon eine Kugel in den Kopf, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Solche Leute kannst du auch nicht, wie soll ich sagen, da hilft auch Strafe nicht, sondern das sind einfach so Sachen, das ist wie so Tumor. Und den musst du loswerden, denn, ach Gott, ich habe hier keine Munition. Es gibt so wie ein Tumor, mit dem kannst du auch nicht reden. Komme schon, nur einen Augenblick. Brauche Munition. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, was du hast. So, erstmal Munition. So, fertig. Und eine schusssichere Weste tragen wir auch. Komm, hauen wir uns hier nochmal so eine Adrenalinspritze rein. So, was sollen wir jetzt hier noch schnell machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gehört, Mr. Santini war vor kurzem hier. Ist er angepisst? Aber angepisst ist scheiße, und wie? Weißt du eigentlich, wie viel Kohle er mit diesen Zügen verdient? Ist mit dem Baseballschläger auf Little Eddie los. Scheiße. Little Eddies Schädel ist geplatzt wie eine Wassermelone. Wenn wir das hier vergeigen, ist er als nächstes hinter uns her. Also sag mir, wenn du was siehst.
Tja, da macht wohl einer einen auf Nieden, hä? Gucken wir mal, ob wir einen alternativen Weg da jetzt finden. Ist mir einfach gerade eben zu viel los da vorne. Hinten ist auf jeden Fall offen. Das muss aber nichts heißen. Da führt was nach oben. Da könnte was offen sein. Da scheint doch ein alternativer Eingang. Ja, da ist einer. Da jemand gesehen? Keine Spur von ihm. Irgendjemand hat was entdeckt. Wo ist der hin? Tja, hier bin ich. Und jetzt gibt's schon keine Zeugen mehr. Wie mache ich das jetzt? Das haben wir doch jetzt schon. Komm, komm, komm! Was soll denn die Scheiße? Wow, was kommt? Wo kommst du her? Ich bin getroffen! Das schaffen wir doch jetzt hier, oder? Jawohl! Sagst du auch irgendwas? Soundfile missing. Hätte den Platz für dich und die Waffen, die du reinbringst. Was meinst du? Läuft nicht so, wie ich es erwartet hätte. Willkommen an Bord. Das war leicht. Die Waffengeschäfte gesichert. Es ist so geil, dass es da so einen Hintereingang gibt, ne? So, das geben wir natürlich auch Vito, weil dann haben wir nämlich den zusätzlichen Gesundheitsbalken. Schick, wen immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Ist okay, ich bin für dich da. Alles klar, Kumpel. Sauber. Barclay Railways. Also das war jetzt ja gerade eben mal der Shortcut-Zugriff, oder? Man hätte es noch ein Fitzelchen eleganter lösen können, aber ich glaube nicht allzu viel mehr, weil da waren halt dann doch ein paar Wachen direkt bei dem Typen. Hätte ich ihn rauslocken können oder sowas. John Donovan und Lincoln Clay überzogen diese Stadt mit einer Welle der Zerstörung, wie man sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt hatte. Das hast du doch schon mal gesagt. So, hier haben wir es erledigt. Hier gibt es aber anscheinend auch leider nicht mehr allzu viel Geiles, was man noch sammeln könnte, oder? Nö. Hier gibt es noch eine kommunistische Propaganda, aber die interessiert mich gerade eben herzlich wenig. Man könnte jetzt hier noch ein paar Dinge tun. Was ist das hier? Schusswaffen sorgt dafür, dass die Leute in New Bordeaux ihre Rechte nach zweiten Zusatzartikel ausüben können. Ah, okay. Das heißt, also, wir sind jetzt wieder sozusagen dafür zuständig, dass die Waffen haben. Was ist da jetzt los? Schnappt ihr Enzo Conti? Ah. Ja, da wissen wir ja wohl, wo es jetzt als nächstes hingeht. Wir werden uns Enzo Conti schnappen, liebe Leute. Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Wir fahren da jetzt allerdings schon mal hin. Ah, komm, diese komischen Tonnen da müssen weg. Jetzt bin ich beinahe den Kollegen überfahren. Löse einen Gefallen beim Verbündeten ein. Wir haben uns wieder einen Gefallen verdient. Wir möchten die Gefallen einfach so haben, dass die keinen Quatsch machen, die Spackos. Das wäre mir das Liebste. So, auf dem Weg zu Enzo Conti, beziehungsweise zu Donovan, der uns sagt, wo Enzo Conti sich rumtreibt. Was trägt die Frau?
Okay, ich dachte gerade eben schon, die läuft mit dem Bikini rum. Aus irgendeinem komischen Grund hatte ich gerade eben das Gefühl, da läuft eine Frau mit dem Bikini rum. Und das wäre schon sehr, sehr schräg gewesen. Das wäre sehr schräg gewesen. Aber es lag einfach nur daran, dass sie so eine komische, ich sag jetzt mal, beinahe hautfarbene, also beigefarbene Klamotte trägt. Ne? Also das wäre... Ja. Und wir sind gleich da. Es ist wieder... Nee, warte mal. Es ist diesmal gar keine Bushaltestelle. Es ist einfach das Motel. Gut. Und was der Liebe zu sagen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss und ade.